Ende des Jahres 1441. Zwei Ritter des Deutschen Ordens nehmen den einsamen Weg die Ostseeküste entlang. Ihr Weg führt nach Norden. Doch plötzlich, westlich von Königsberg, kommt es zu einem Zwischenfall. Ein Bernsteindieb. Auf der Marienburg, der trutzigen Ordensfeste an der Nogat, beginnt unsere Geschichte. Vierzig Kilometer haben der Reiter und sein Diener hinter sich gebracht. Eine lange Tagesreise. Sie kamen schnell voran, dank ausgezeichneter Straßen. Sie erreichen die Hochburg, den Teil der Festung, den nur Ordensritter betreten durften. Der Unbekannte ist aber auch nicht irgendwer. Er ist Chef des Spitals zum Heiligen Geist in Elbing, ein hoch angesehener Bruder, einer der fünf wichtigsten Männer in der Ordenshierarchie. Sein Besuch musste sehr wichtig sein. Die Einladung hatte wie ein Befehl geklungen. Die Marienburg. Hierher hatte der Deutsche Orden 1309 seinen Hauptsitz verlegt. Nach dem Verlust der südlichen Besitztümer bot der Wilde Osten neue, großartige Möglichkeiten für Mission und Kolonisierung. Die günstige Lage der Burg zog bald Handel und Verkehr an. Auch der wertvolle Bernstein nahm seinen Weg über die Marienburg. Empfang in der Küche. Für einen solch hohen Gast alles andere als standesgemäß. In diesem Fall aber hatte die Bescheidenheit offenbar Methode. Selbst das Essen ist heute ausgesprochen mager. Es gibt nur Erbsensuppe. Auf der Marienburg wurde sonst ganz anders getafelt. Und dieses Treffen mit einem Bruder von der Marienburg, das ist eindeutig arrangiert. Wir kennen die Namen der beiden. Bruder Niklas Konitz. Bruder Nikolis von Nikeritz. Sie wissen, dass der Chef des Ordens sie am nächsten Morgen persönlich empfangen wird und rechnen mit dem Schlimmsten. Der Weg zum Empfangsraum des Hochmeisters Konrad von Ehrlichhausen zieht sich. Während die beiden den letzten Korridor durchschreiten, laufen drinnen geheime Vorbereitungen. Sie wundern sich über die fast menschenleeren Räume und erst recht, als sogar die Löcher der Fußbodenheizung geschlossen werden. Das konnte doch nur eins bedeuten. Sie sollen spionieren. Niemand sollte etwas hören. Der Ordensmeister erteilt ihnen den Auftrag, alle Burgen im fernen Livland zu inspizieren. Und das ist belegt. Sicher aber, wenn sie denn schon unterwegs sind, haben sie noch etwas anderes auszukundschaften. So ist es. Bei den Vorbereitungen für die lange Reise geht ihnen diese geheime Mission nicht aus dem Kopf. Dem Wahrheitsgehalt einer Legende sollen sie nachspüren, einem gewissen Alexander, weit weg von der Marienburg. Es kursieren seltsame Gerüchte über ihn, aber was ist wirklich dran? Häufig werden sie den Schutz der starken Mauern vermissen. Dort, wohin sie nun reiten, in ein ihnen fremdes Land.
Eine abenteuerliche Reise steht an, denn sie sind völlig auf sich gestellt. Eigentlich wurde ein solcher Kommandotrupp von einem ganzen Tross begleitet, der vor Überfällen schützte und für Verpflegung sorgen musste. Von nun an, Agenten, nehmen Sie Ihre persönlichen Erinnerungen an die Marienburg mit auf den weiten Weg. Vielleicht auch Erinnerungen an die kleinen Reiter. Häufig sind sie achtlos an ihnen vorübergegangen, Kämpfer in einer unbekannten Schlacht. Vielleicht sind es Abbilder jener Legende, für die sich der Hochmeister ja persönlich so interessierte. War einer von ihnen der sagenhafte Alexander, der fast 200 Jahre vor dieser Reise für eine Sensation gesorgt haben soll? Die Reiter haben es eilig. Vor der Dunkelheit wollen sie die erste Station erreichen. Noch fühlen sie sich im Schutz der heiligen Familie und anderer guter Geister. Eine Madonnenstatue, 8 Meter hoch, beobachtete damals den Ausritt der Brüder. Sie war einmal über und über mit glänzenden Mosaiksteinen bedeckt. Sowjetische Salven legten sie 1945 in Trümmer, so wie den größten Teil der Marienburg. Von der Marienburg, durch das legendäre Bernsteinland, das Samland, über die kurische Nehrung wird die Reise gehen, bis nach Riga. Dann durch die tiefen Wälder des heutigen Estland, bis nach Reval. Und schließlich nach Narva. Dort beginnt nach dem offiziellen Reiseweg ihre geheime Route zur Endstation Peipussee. Ein weithin unbekanntes Land, damals wie heute. Elbing ist die erste Station auf der Reise, eine der frühesten Stadtgründungen im neuen Ordensland überhaupt. Nur noch wenig erinnert an die einstige reiche Hansestadt. Das Spital zum Heiligen Geist, heute eine Bibliothek, hat alle Zerstörungen überdauert. Hier hatte einer der beiden Brüder seinen Dienstsitz. Die Inspektoren reiten auf direktem Weg nach Königsberg. An diesem Abschnitt der Ostseeküste fühlen sie sich sicher. Sie wissen, der Orden hatte die preußischen Gebiete fest im Griff. Von der Pracht des alten Schlosses ist kein Stein geblieben. Hier war der Sitz des Ordensmarschalls, verantwortlich für alles Militärische. An seiner Stelle trutzt das nie vollendete Rathaus, eine moderne Ruine. Doch wenigstens der Dom erstrahlt bald in neuem Glanz. Argwöhnisch hatte der Deutsche Orden seinerzeit den Neubau beobachtet. Als das Gotteshaus immer größer geriet, fürchtete man eine mächtige Konkurrenz. Von der Marienburg erging der Befehl an den Bischof, die Kirche geziemend und ohne kriegerische Verwendbarkeit zu errichten. Seit 1990 wird der Dom mit kräftiger deutscher Unterstützung wieder aufgebaut. Im Donauturm ist das Bernsteinmuseum des heutigen Kaliningrad untergebracht. Wir schlagen ein faszinierendes Kapitel unserer Geschichte auf. Die beiden Ritter nehmen nicht den direkten Weg nach Norden zur unsicheren kurischen Nehrung. Sie wollen der Burg Lochstedt einen Besuch abstatten und ein wenig auf eigene Faust spionieren. Zum Beispiel nachprüfen, ob an dieser Küste wirklich Schätze verborgen sind.
Der Zufall kommt ihnen dabei zu Hilfe. Der einsame Fischer benimmt sich sehr verdächtig. Sie müssen der Sache unbedingt nachgehen. Ein unscheinbarer Stein, doch von großem Wert für den Fischer und für die Ordensbrüder. Bernstein, das Gold der Ostsee. Wer es besaß, der hatte Geld und Macht. Seit 1308 mussten alle Bernsteinfunde an den Orden abgeliefert werden, sonst drohte die Todesstrafe. Ein Bernsteinmeister kontrollierte alle Bernsteinlieferungen. Er hatte seinen Sitz auf Burg Lochstedt. Auch hier hat man nach dem Krieg das legendäre Bernsteinzimmer gesucht. So kann es in den Gemächern des Bernsteinmeisters ausgesehen haben. Hier traf der Bernstein ein, wurde gewogen, fein säuberlich notiert und je nach Reinheit sortiert und verstaut. Beliefert wurden vor allem die Märkte im Westen, aber auch im fernen Osten. Dem verdächtigen Fischer ist übrigens nichts passiert. Seine Fische waren einfach zu gut. Der Bernstein des Ordens ernährte vor allem die Zunft der Rosenkranzmacher. Sie hatten reißenden Absatz. Für den Orden selbst war Bernstein die wichtigste Geldquelle. Aus dem Erlös der Verkäufe wurden die zahlreichen Ordensburgen unterhalten. Überschüsse gingen in den Handel. Doch damals wie heute blühte der Schmuggel. Die Raubgräber unserer Zeit kennen die Stellen genau, wo sie zu suchen haben. Und die Behörden wissen es, aber sie mischen sich nicht ein. 40 bis 50 amerikanische Dollar bringt heute ein mittelgroßer Bernsteinbrocken. Und manchmal finden sie am Tag mehrere davon. Die Schufterei lohnt sich. Überall dort, wo man Bernstein gefunden hat, galt er schon in ältesten Zeiten als magisch. Eine Quelle des Reichtums. Vor etwa 50 Millionen Jahren bedeckten riesige Wälder ganz Nordeuropa. Die Bäume produzierten massenhaft Harz. Es tropfte auf den Waldboden und versteinerte. Die Einschlüsse, kleine Insekten, sind Botschaften. Botschaften aus dem Bernsteinwald. Als durch einen gewaltigen Wassereinbruch die Ostsee entstand, wurde der Bernstein fortgespült und vor allem an der Küste des einstigen Samlandes angeschwemmt. Und dort erzählt man sich folgende Geschichte. Die Meeresprinzessin Jurate verliebte sich unsterblich in den armen Fischer Kastetis und er sich in sie. Sie holte ihn in ihr Bernsteinschloss auf dem Grund des Baltischen Meeres. Dorthin, wo auch der sagenhafte Bernsteinwald stand. Jurates Vater, der Donnergott Perkunas, war über diese Verbindung äußerst erzürnt. Er zerstörte das Bernsteinschloss. Noch heute, so heißt es, werden seine Trümmer an die Ufer der Ostsee gespült. Und die kleinen, die ganz hellen Bernsteine, das sind die Tränen der Jurate. Wer sie findet, dem bringen sie Glück. Sonnenglanz, auch diesen Namen kennt man. Doch so leuchtet er erst nach der Bearbeitung. ...45 Kilometer nordwestlich von Königsberg liegt an der stürmischen Ostseeküste die Mine von Palnicken, das heutige Jantarny. Es ist die einzige Bernsteinmine der Welt. Bis zu 80 Meter Tiefe wird die Erde durchwühlt. Danach bleiben nur Krater. Was hätten die beiden Inspektoren zu diesem Unternehmen gesagt? Für sie besaß schon ein einziger Stein unvorstellbaren Wert. Seit 1913 wird in Palnicken Bernstein gefördert und aus der Erde ausgewaschen. Nach wie vor ist die Ausbeute gewaltig.
Bis zu 800 Tonnen kommen hier pro Jahr zusammen. Doch der Absatz sinkt. Da kann auch der alte Lenin nicht mehr helfen. Nach dem Bernsteinabenteuer müssen die beiden Inspektoren wohl oder übel ihre Reise über die kurische Nehrung fortsetzen. Die fast 100 Kilometer lange und bis zu 4 Kilometer breite Dünenkette war der einzige Weg, um trockenen Fußes nach Kurland und schließlich nach Livland zu gelangen. Kein Mensch wohnte auf der Nehrung, aber sie war wegen der Verbindung nach Norden ein Geheimtipp unter Wegelagerern und Strauchdieben. Hier gab es keine Burgen, höchstens ein paar primitive Herbergen zum Übernachten. Die Ritter haben es sehr eilig. Auch die heidnischen Kuren, die vom Festland kamen, waren gefährlich. Grabtafeln auf dem Friedhof zu Nidden erinnern an ihre alten Traditionen. Am rechten Ufer des Memelflusses, im heutigen Litauen, hatte sich der Orden nie festsetzen können. Alle Versuche, einen Landkorridor nach Livland zu schlagen, waren immer wieder gescheitert. Als sich die Inspektoren vorsichtig die Küste entlang tasten, um ins sichere Kurland zu kommen, residieren 300 Kilometer weiter im Landesinneren, in Trakai, die litauischen Großfürsten, Herrscher über ein christliches, bestens organisiertes Staatswesen. Mit dem Orden wollen sie nichts zu tun haben. Die Verwandlung des Roten Kreuzes in ein Schwarzes erinnert an eine der größten militärischen Schlappen hier im Nordosten Europas. Schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts herrschte in Livland der Schwertbrüderorden. Bei Schaulen erlitt er eine vernichtende Niederlage gegen ein litauisches Heer. Er konnte nicht mehr weiter bestehen. Auf Weisung des Papstes nahm der Deutsche Orden das kleine Häuflein auf. Viele tausend Kreuze erinnern an den ständigen Kampf der Litauer um Freiheit und Unabhängigkeit. Sowjetische Bagger haben die Kreuze mehrfach zermalmt, doch kaum waren sie abgezogen, standen schon wieder neue da. Ohne größere Zwischenfälle erreichen die Kundschafter Kurland. Endlich haben sie das ordensfeindliche Litauen hinter sich gelassen. In Kurland würden sie ihre Brüder treffen. Knapp 90 Kilometer sind es nun nach Goldingen, weit mehr als nur eine Tagesreise. Um die restlos zerstörte Burg von Goldingen, heute Kuldiga, hatte sich ein wichtiger Handelsplatz entwickelt. Am 100 Meter breiten Wasserfall begann der schiffbare Teil der Venta hin zur Ostsee. Ein günstiger Platz für eine Rast und für ein kleines Bad. Von hier aus wurden aber auch Waren nach Osten transportiert, bis hin ins russische Nowgorod. Und von dort soll der sagenhafte Fürst Alexander gekommen sein. Vielleicht würden Sie hier mehr erfahren. Sie haben Glück. Am anderen Flussufer stoßen sie überraschend auf zwei Fremde. Es sind Livland-Reisende aus Westfalen, die auf der Suche nach Abenteuer freiwillig hierher kamen, wie so viele andere europäische Adlige im 14. und 15. Jahrhundert. Sie kennen nicht nur den Weg nach Riga. Irgendwo, noch weiter im Osten, hatten auch sie vom legendären Alexander gehört. Das Schloss in Riga, die frühere Ordensburg, ist heute Sitz des Präsidenten von Lettland. Die alte Stadtmauer stammt aus der Zeit, als Riga von 28 Wehrtürmen umgeben war.
Die Furcht vor Feinden von außen war aber nichts gegen die Zustände innerhalb der Mauern. Sogar auf der fernen Marienburg hatte man wilde Gerüchte über die Rigaer Verhältnisse gehört. Von Frieden konnte keine Rede sein. Man konnte nie wissen, wer gerade mit wem verfeindet war. Bischof Albert aus Bremen hatte Riga im Jahre 1201 mit Hilfe deutscher Kaufleute gegründet. Und von hier aus begann er mit der Missionierung der heidnischen Liven durch den Schwertbrüderorden. Von Beginn an aber gab es in der rasch wachsenden Stadt Ärger mit der Gewaltenteilung. Die Rigaer Kaufleute, der machthungrige Bischof samt Domkapitel und ganz besonders der Orden. Jede Partei versuchte, ihre Interessen durchzusetzen. Bei Bedarf auch mit Gewalt. Schon Hochmeister Hermann von Salza, der Gründer des preußischen Ordensstaates, war gegen eine Niederlassung in Livland. Er ahnte, wie schwer man die Brüder aus der Ferne kontrollieren konnte. Trotz aller Streitereien entwickelte sich Riga zu einer blühenden Handels- und Hansestadt. Das Drei-Brüder-Haus ist heute das älteste mittelalterliche Gebäude in Riga. Die Kundschafter von der Marienburg spüren sehr bald, welchen schwankenden Boden sie hier in Riga betreten. Sie sind Eindringlinge in eine hermetisch geschlossene Welt und alles andere als gern gesehen. Sie merken, es liegt nicht an der fremden Sprache, dass sie durch das Gassengewirr der Altstadt irren müssen. Es ist ganz klar, hier hat man eine Abneigung gegen alles, was einen weißen Mantel mit schwarzem Kreuz trägt. Wir haben diese Begegnung erfunden. Doch in alten Urkunden sind weitaus heftigere Reaktionen notiert. Die beiden sind sauer, schockiert über die Behandlung in der Stadt. Sie suchen den Sekretär des Bischofs auf. Er wäre der richtige Mann, sie über die Situation in Riga aufzuklären. Und, so ihre Hintergedanken, der Sekretär kann vielleicht auch bei ihrem Geheimauftrag helfen. Doch man hat sie wohl schon erwartet. Wie zufällig liegt für sie einer der prächtigsten Verträge zwischen allen zerstrittenen Parteien bereit. Viele Siegel waren anscheinend für manche Urkunden notwendig. Selbst dies scheint aber nichts geholfen zu haben. Die Inspektoren erfahren, dass das Archiv üppig bestückt ist. Mit Verträgen zwischen Orden und Bischof, zwischen dem Bischof und der Stadt, vertreten durch angesehene Bürger, Verträge zwischen den Bürgern und dem Orden. Den Variationen waren keine Grenzen gesetzt. Worum ging es? Vor allem um Schadensersatz, Grenzstreitigkeiten, Schulden. Eine kleine Urkunde erinnert daran, dass schon Bischof Albert einen päpstlichen Legaten zu Hilfe rufen musste, um weitaus schwerwiegendere Vorwürfe untersuchen zu lassen. Und dabei ging es um wenig christliches Verhalten der Ordensbrüder. Doch den größten Skandal gab es im Jahr 1312. Gegen den Orden wurde ein Prozess geführt. Die Anklagepunkte lauteten Mord, Raub, Zuwiderhandeln gegen jegliche Christenpflicht. Der Orden wurde exkommuniziert und das Urteil im Rigaer Dom ausgesprochen, bei verlöschenden Kerzen. Mehrere Wochen sind die Reisenden nun schon unterwegs. Die Gegend wird immer einsamer. Etwa 80 Kilometer sind es noch bis Segewold, wieder mehr als eine Tagesreise.
Sie sind froh, als sie das Tal der Gauja erblicken. In dieser Gegend soll in vorchristlicher Zeit der Donnergott Perkunas geherrscht und die riesigen Wälder beschützt haben. Aber dann kam der Schwertbrüderorden und errichtete die Burg Segewold, heute Sigulda, hoch über dem Flusstal. Der Rigaer Bischof Albert wurde hier sogar einige Zeit von denen gefangen gehalten, die er beauftragt hatte, das Land zu missionieren. Segewold gegenüber liegt die Burg Treiden, Turaida. Sie wurde auf Geheiß von Bischof Albert erbaut. Hier der Orden, dort der Bischof. Eine kühne Demonstration der Macht aus dem 13. Jahrhundert. An dieser Stelle stand einmal die hölzerne Festung des Livenfürsten Kaupo, der sich mit den Schwertbrüdern verbündet hatte und seitdem bei den Seinen als Volksverräter gilt. Mit der Gutmannshöhle unten im Tal ist die tragische Geschichte der Rose von Turaida verbunden. Hier ließ sich die tugendhafte Maya lieber töten, als ihre Unschuld preiszugeben. Schon früh zog diese Höhle Besucher an, die sich verewigten. Doch unsere Kundschafter haben leider keine Zeichen hinterlassen. Endlich ist die Burg Wenden erreicht, das heutige Cesis, eine der besten Adressen auf der ganzen Reise. Perle in Livlands Krone wurde sie genannt. Und auch auf der Marienburg wusste man, dass sie wie ein Bollwerk stand. Hier, so hoffen die Kundschafter, würden sie ganz sicher etwas über Alexander erfahren. Während des Essens wird nach Ordenstradition vorgelesen. Sie hören einen überraschenden Text. Zu Dorpat wurde vernommen, König Alexander sei gekommen. Endlich eine Spur. Wohin würde sie führen? Auf jeden Fall noch sehr viel weiter nach Osten, dorthin, wo es fast keine Burgen mehr gab. Mit dem Bau der Burg Wenden, hier eine Rekonstruktion, hatten die Schwertbrüder bereits 1209 begonnen. Durch Wassergräben bestens geschützt, trotzte sie vielen Angriffen. Und statt sich im 16. Jahrhundert einer russischen Übermacht zu ergeben, sprengte sich die Besatzung lieber mit Frauen und Kindern in die Luft. Bis zum nächsten Inspektionsbesuch sind es wieder mehrere Tagesreisen. Doch dafür wartet in Karkus eine besondere Überraschung auf die Ritter. Schon in Wenden hatten sie von einem wunderbaren Getränk gehört, das nur hier zu haben sei. Das Bier von Karkus, jetzt Karksi. Noch heute ist es ein Qualitätsbegriff. Zu welchem Preis es allerdings gehandelt wurde, das war schon sensationell und auf der fernen Marienburg völlig unbekannt. Seltsame Tauschgeschäfte laufen hier ab. Ein Schwert für ein Fass Bier für ein Schwert. Die Abgesandten aus dem fernen Westen zweifeln, ob sie das berichten sollen. Tallinn, das alte Reval, die Hauptstadt Estlands. Dänen und Schweden hatten hier immer wieder versucht, Fuß zu fassen. Die Dänen siegten nur über die Esten, weil hier eine Fahne vom Himmel fiel, der Dannebrog, die heutige Nationalflagge Dänemarks. Das war im Jahr 1219. Noch im selben Jahr ließen sich auf dem heutigen Domberg der Bischof von Estland und einige Schwertbrüder nieder.
Und hier war auch die Chronik entstanden, aus der in Wenden vorgelesen wurde. Unterhalb des Domberges siedelten Kaufleute, stolz und standesbewusst. Auch sie, wie in Riga, in Gilden vereint. Viele Häuser bezeugen heute noch den frühen Reichtum. Die dänische Besatzung blieb aber in Reval noch lange präsent. Nicht gerade zur Freude des Ordens, der den Nordosten des heutigen Estland lange nicht in den Griff bekam. Auch in dieser Stadt waren die Machtverhältnisse kompliziert, wie gehabt. Es gab einen Bischof, den Orden, das Bürgertum und jede Partei versuchte, ihre Ansprüche durchzusetzen. Trotzdem entwickelte sich Reval zu einer blühenden Handelsstadt und wurde Mitglied der Hanse. Diese steingewordene Provokation aus dem 19. Jahrhundert hätte den beiden Kundschaftern mit Sicherheit schon eine Antwort gegeben, die Alexander Nevsky-Kathedrale. Wer so leuchtet wie Alexander, der kann nicht von dieser Welt sein. Oder doch? Auf dem Weg nach Wesenberg, dem heutigen Rakvere, müssen die beiden Reisenden durch gottverlassene Gegenden. Wohl oder übel müssen sie unter freiem Himmel übernachten. Die trutzige Festung zwischen Reval und Narva, dem östlichsten Vorposten des Ordens, ist schon weithin sichtbar. Seit ihrem Bau Mitte des 14. Jahrhunderts war sie heftig umkämpft. Wesenberg lag an der wichtigen Handelsstraße ins russische Nowgorod, der Stadt, aus der Fürst Alexander gekommen war, um gegen den Orden zu streiten. Legenden berichten von unterirdischen Gängen, die bis an die Küste des Baltischen Meeres führen sollen. Gefunden hat sie noch niemand. Faszinierend und dramatisch, die Landschaft im Nordosten des heutigen Estland. Nur ein paar Stunden von Wesenberg entfernt liegt die Tolsburg. Als die beiden Inspektoren unterwegs waren, wurde sie gerade zum Schutz der Küste ausgebaut. Doch der Hafen von Tolse galt schon lange zuvor als Geheimtipp, vor allem im Ausland. Bereits im 12. Jahrhundert gingen hier fremde, auch deutsche Kaufleute an Land, dann kamen dänische Missionare, Piraten und Schmuggler. Eine frühe Brücke zum Rest der Welt. Kein Wunder, dass in diesem geheimnisvollen Land Sagen und Legenden zu Hause sind. In der verzauberten Landschaft liegt auch die Heimat des estnischen Helden Kalevipoeg, eines Riesen mit gigantischen Kräften. Seine Taten reichen weit in die estnische Vergangenheit, auch wenn er eine Erfindung des letzten Jahrhunderts ist. Die müden Reiter sind fast am Ende ihrer Inspektionsreise angekommen und damit auch am äußersten Punkt des gesamten Ordensstaates. Bis Narva sind es noch etwa 100 Kilometer, vielleicht 3 Tagesreisen, die Ostseeküste entlang. Selten verliefen solche Touren so friedlich. Schnee, Eis, Regen und Stürme setzten den Männern zu und überall lauerten Gefahren. Und nicht jede Ordensburg war so komfortabel wie das schon weit zurückliegende Wenden. Die Hermannsfeste in Narva ist ein spätes Bollwerk des livländischen Ordenszweiges. Sie wurde erst Mitte des 14. Jahrhunderts erbaut. Auf der anderen Seite des Flusses liegt die russische Festung Ivangorod, die später errichtet wurde. Vorher gab es offenbar keinen Grund, Macht zu demonstrieren. Ironie der Geschichte: Auf freiem estnischen Boden streckt der einsame Lenin seine Hand gen Russland aus. Von dort kam er, der Held Alexander.
Die offizielle Mission ist hier zu Ende. Und dann liegt er plötzlich vor ihnen, der Peipus-See. Kein See, sondern ein Meer. Sie sind am Schauplatz der Legende vom russischen Fürsten und den Ordensrittern angelangt. Hier wollen sie sich umschauen, nach den Spuren einer gewaltigen Schlacht suchen. Genau 200 Jahre vorher, am 5. April 1242, soll sie stattgefunden haben. Darüber gibt es die widersprüchlichsten Berichte. Wie einfach wäre doch diese Lösung gewesen. Nach dem langen Weg voller Strapazen werden sämtliche Mühen endlich belohnt. Ganz zufällig entdecken sie in der Nähe des Ufers ein Schwert. Ein Zeichen. Der russische Regisseur Sergei Eisenstein gestaltete 1938 in seinem Film Alexander Newski eine der größten Schlachten aller Zeiten. Hier am Peipussee, so kann man es bereits in frühen russischen Chroniken lesen, führte der Fürst von Nowgorod ein großes Heer gegen Tausende von Ordensrittern. Hier, so nahe bei Russland, kannte man durch Reisende die Geschichte vom großen blutigen Kampf. Doch hat er jemals stattgefunden? Es gibt berechtigte Zweifel. In Eisensteins Film werden die Ritter des Deutschen Ordens auf den zugefrorenen See gedrängt. Und dort, so weiß schon damals der Fischer zu berichten, seien sie im Eis eingebrochen und versunken. Eisenstein trieb es auf die Spitze und schrieb mit dem dramatischen Kampf der Ritter auf dem Eis Filmgeschichte. Doch kann es wirklich so gewesen sein? Sind die alten Berichte und diese Inszenierung nicht reine Agitation? Wir wissen es heute, so unecht das Schwert ist, so maßlos haben russische Quellen übertrieben. Seinen großen Triumph erlebte Eisensteins Film nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in die Sowjetunion am 22. Juni 1941. Schon die Zeitgenossen bauten Alexander Newski zum Nationalhelden auf. Um von einem Feind aus dem Osten abzulenken, den Mongolen, musste der Sieg über den Orden umso glänzender sein. Die Kundschafter bewegen ganz andere Gedanken. Sie erinnern sich an die Ordenschronik, die von einem Scharmützel berichtet. Der Schreiber war ein Zeitzeuge. Man weiß, dass der Orden hier im Nordosten gerade am Beginn seiner Karriere stand. Die meisten Burgen waren noch gar nicht gebaut. Woher nur sollten dann in dieser Wildnis solche Menschenmassen kommen? Womit verpflegt werden und wo kämpfen? Forschungen haben ergeben, dass selbst in der Blütezeit in ganz Livland allenfalls 350 Ritterbrüder lebten. Es kann sich also nur um einen kleinen Zwischenfall gehandelt haben, um einen Streit zwischen Nachbarn. Ob es wirklich Eis auf dem Peipussee gegeben hat? Auch davon sprechen nur die russischen Chroniken. In anderen Berichten heißt es, es gab Tote, die ins Gras niederfielen. Tatsache ist, seit 1242 stellte der Deutsche Orden sein weiteres Vordringen nach Osten mangels Masse völlig ein. Seit 1990 bildet der Peipussee wieder, wie schon damals, die alte Grenze zwischen dem östlichen und dem westlichen Kulturkreis. Im Sommer 1442 kehren die beiden Inspektoren auf die Marienburg zurück. Teile ihres Berichtes, auf die sich unser Film stützt, sind erhalten. Handfeste Belege.
Doch vieles liegt im Dunkel, bleibt ein Geheimnis des Baltischen Meeres. Bis heute. Für den Orden selbst war Bernstein die wichtigste Geldquelle. Aus dem Erlös der Verkäufe wurden die zahlreichen Ordensburgen unterhalten. Überschüsse gingen in den Handel. Doch damals wie heute blühte der Schmuggel. Die Raubgräber unserer Zeit kennen die Stellen genau, wo sie zu suchen haben. Und die Behörden wissen es, aber sie mischen sich nicht ein. 40 bis 50 amerikanische Dollar bringt heute ein mittelgroßer Bernsteinbrocken. Und manchmal finden sie am Tag mehrere davon. Die Schufterei lohnt sich. Überall dort, wo man Bernstein gefunden hat, galt er schon in ältesten Zeiten als magisch. Eine Quelle des Reichtums. Vor etwa 50 Millionen Jahren bedeckten riesige Wälder ganz Nordeuropa. Die Bäume produzierten massenhaft Harz. Es tropfte auf den Waldboden und versteinerte. Die Einschlüsse, kleine Insekten, sind Botschaften, Botschaften aus dem Bernsteinwald. Als durch einen gewaltigen Wassereinbruch die Ostsee entstand, wurde der Bernstein fortgespült und vor allem an der Küste des einstigen Samlandes angeschwemmt. Und dort erzählt man sich folgende Geschichte. Die Meeresprinzessin Jurate verliebte sich unsterblich in den armen Fischer Kastetis und er sich in sie. Sie holte ihn in ihr Bernsteinschloss auf dem Grund des Baltischen Meeres. Dorthin, wo auch der sagenhafte Bernsteinwald stand. Jurates Vater, der Donnergott Perkunas, war über diese Verbindung äußerst erzürnt. Er zerstörte das Bernsteinschloss. Noch heute, so heißt es, werden seine Trümmer an die Ufer der Ostsee gespült. Und die kleinen, die ganz hellen Bernsteine, das sind die Tränen der Jurate. Wer sie findet, dem bringen sie Glück. Sonnenglanz, auch diesen Namen kennt man. Doch so leuchtet er erst nach der Bearbeitung. Kilometer nordwestlich von Königsberg liegt an der stürmischen Ostseeküste die Mine von Palnicken, das heutige Jantarni. Eine kleine Urkunde erinnert daran, dass schon Bischof Albert einen päpstlichen Legaten zu Hilfe rufen musste, um weitaus schwerwiegendere Vorwürfe untersuchen zu lassen. Und dabei ging es um wenig christliches Verhalten der Ordensbrüder. Doch den größten Skandal gab es im Jahr 1312. Gegen den Orden wurde ein Prozess geführt. Die Anklagepunkte lauteten Mord, Raub, Zuwiderhandeln gegen jegliche Christenpflicht. Der Orden wurde exkommuniziert und das Urteil im Rigaer Dom ausgesprochen, bei verlöschenden Kerzen. Mehrere Wochen sind die Reisenden nun schon unterwegs. Die Gegend wird immer einsamer. Etwa 80 Kilometer sind es noch bis Segewold,
Wieder mehr als eine Tagesreise. Sie sind froh, als sie das Tal der Gauja erblicken. In dieser Gegend soll in vorchristlicher Zeit der Donnergott Perkunas geherrscht und die riesigen Wälder beschützt haben. Aber dann kam der Schwertbrüderorden und errichtete die Burg Segewold, heute Sigulda, hoch über dem Flusstal. Der Rigaer Bischof Albert wurde hier sogar einige Zeit von denen gefangen gehalten, die er beauftragt hatte, das Land zu missionieren. Segewold gegenüber liegt die Burg Treiden, Turaida. Sie wurde auf Geheiß von Bischof Albert erbaut. Hier der Orden, dort der Bischof. Eine kühne Demonstration der Macht aus dem 13. Jahrhundert. An dieser Stelle stand einmal die hölzerne Festung des Livenfürsten Kaupo, der sich mit den Schwertbrüdern verbündet hatte und seitdem bei den Seinen als Volksverräter gilt. Mit der Gutmannshöhle unten im Tal ist die tragische Geschichte der Rose von Turaida verbunden. Hier ließ sich die tugendhafte Maya lieber töten, als ihre Unschuld preiszugeben. Schon früh zog diese Höhle Besucher an, die sich verewigten. Doch unsere Kundschafter haben leider keine Zeichen hinterlassen. Persönlich empfangen wird und rechnen mit dem Schlimmsten. Der Weg zum Empfangsraum des Hochmeisters Konrad von Ehrlichhausen zieht sich. Während die beiden den letzten Korridor durchschreiten, laufen drinnen geheime Vorbereitungen. Sie wundern sich über die fast menschenleeren Räume. Und erst recht, als sogar die Löcher der Fußbodenheizung geschlossen werden. Das konnte doch nur eins bedeuten. Sie sollen spionieren. Niemand sollte etwas hören. Der Ordensmeister erteilt ihnen den Auftrag, alle Burgen im fernen Livland zu inspizieren. Und das ist belegt. Sicher aber, wenn sie denn schon unterwegs sind, haben sie noch etwas anderes auszukundschaften. So ist es. Bei den Vorbereitungen für die lange Reise geht ihnen diese geheime Mission nicht aus dem Kopf. Dem Wahrheitsgehalt einer Legende sollen sie nachspüren, einem gewissen Alexander, weit weg von der Marienburg. Es kursieren seltsame Gerüchte über ihn, aber was ist wirklich dran? Häufig werden sie den Schutz der starken Mauern vermissen. Dort, wohin sie nun reiten, in ein ihnen fremdes Land. Eine abenteuerliche Reise steht an, denn sie sind völlig auf sich gestellt. Eigentlich wurde ein solcher Kommandotrupp von einem ganzen Tross begleitet, der vor Überfällen schützte und für Verpflegung sorgen musste. Von nun an, Agenten, nehmen Sie Ihre persönlichen Erinnerungen an die Marienburg mit auf den weiten Weg. Vielleicht auch Erinnerungen an die kleinen Reiter. Häufig sind sie achtlos an ihnen vorübergegangen, Kämpfer in einer unbekannten Schlacht. Vielleicht sind es Abbilder jener Legende, für die sich der Hochmeister ja persönlich so interessierte. War einer von ihnen der sagenhafte Alexander, der fast 200 Jahre vor dieser Reise für eine Sensation gesorgt haben soll? Die Reiter haben es eilig. Vor der Dunkelheit wollen sie die erste Station erreichen. Noch fühlen sie sich im Schutz der heiligen Familie und anderer guter Geister.
Die Inspektoren reiten auf direktem Weg nach Königsberg. An diesem Abschnitt der Ostseeküste fühlen sie sich sicher. Sie wissen, der Orden hatte die preußischen Gebiete fest im Griff. Von der Pracht des alten Schlosses ist kein Stein geblieben. Hier war der Sitz des Ordensmarschalls, verantwortlich für alles Militärische. An seiner Stelle trutzt das nie vollendete Rathaus, eine moderne Ruine. Doch wenigstens der Dom erstrahlt bald in neuem Glanz. Argwöhnisch hatte der Deutsche Orden seinerzeit den Neubau beobachtet. Als das Gotteshaus immer größer geriet, fürchtete man eine mächtige Konkurrenz. Von der Marienburg erging der Befehl an den Bischof, die Kirche geziemend und ohne kriegerische Verwendbarkeit zu errichten. Seit 1990 wird der Dom mit kräftiger deutscher Unterstützung wieder aufgebaut. Im Donauturm ist das Bernsteinmuseum des heutigen Kaliningrad untergebracht. Wir schlagen ein faszinierendes Kapitel unserer Geschichte auf. Die beiden Ritter nehmen nicht den direkten Weg nach Norden zur unsicheren kurischen Nährung. Sie wollen der Burg Lochstedt einen Besuch abstatten und ein wenig auf eigene Faust spionieren. Zum Beispiel nachprüfen, ob an dieser Küste wirklich Schätze verborgen sind. Der Zufall kommt ihnen dabei zu Hilfe. Der einsame Fischer benimmt sich sehr verdächtig. Sie müssen der Sache unbedingt nachgehen. Ein unscheinbarer Stein, doch von großem Wert für den Fischer und für die Ordensbrüder. Bernstein, das Gold der Ostsee. Wer es besaß, der hatte Geld und Macht. Seit 1308 mussten alle Bernsteinfunde an den Orden abgeliefert werden, sonst drohte die Todesstrafe. Ein Bernsteinmeister kontrollierte alle Bernsteinlieferungen. Er hatte seinen Sitz auf Burg Lochstedt. Auch hier hat man nach dem Krieg das legendäre Bernsteinzimmer gesucht. So kann es in den Gemächern des Bernsteinmeisters ausgesehen haben. Hier traf der Bernstein ein, wurde gewogen, fein säuberlich notiert und je nach Reinheit sortiert und verstaut. Beliefert wurden vor allem die Märkte im Westen, aber auch im fernen Osten. Dem Verdächtigen in seinem Film Alexander Newski, eine der größten Schlachten aller Zeiten. Hier am Peipussee, so kann man es bereits in frühen russischen Chroniken lesen, führte der Fürst von Nowgorod ein großes Heer gegen Tausende von Ordensrittern. Hier, so nahe bei Russland, kannte man durch Reisende die Geschichte vom großen blutigen Kampf. Doch hat er jemals stattgefunden? Es gibt berechtigte Zweifel. In Eisensteins Film werden die Ritter des Deutschen Ordens auf den zugefrorenen See gedrängt. Und dort, so weiß schon damals der Fischer zu berichten, seien sie im Eis eingebrochen und versunken. Eisenstein trieb es auf die Spitze und schrieb mit dem dramatischen Kampf der Ritter auf dem Eis Filmgeschichte. Doch kann es wirklich so gewesen sein? Sind die alten Berichte und diese Inszenierung nicht reine Agitation? Wir wissen es heute, so unecht das Schwert ist, so maßlos haben russische Quellen übertrieben. Seinen großen Triumph erlebte Eisensteins Film nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in die Sowjetunion am 22. Juni 1941. Schon die Zeitgenossen bauten Alexander Newski zum Nationalhelden auf. Um von einem Feind aus dem Osten abzulenken, den Mongolen, musste der Sieg über den Orden umso glänzender sein.
Die Kundschafter bewegen ganz andere Gedanken. Sie erinnern sich an die Ordenschronik, die von einem Scharmützel berichtet. Der Schreiber war ein Zeitzeuge. Man weiß, dass der Orden hier im Nordosten gerade am Beginn seiner Karriere stand. Die meisten Burgen waren noch gar nicht gebaut. Woher nur sollten dann in dieser Wildnis solche Menschenmassen kommen? Womit verpflegt werden und wo kämpfen? Forschungen haben ergeben, dass selbst in der Blütezeit in ganz Livland allenfalls 350 Ritterbrüder lebten. Es kann sich also nur um einen kleinen Zwischenfall gehandelt haben, um einen Streit zwischen Nachbarn. Ob es wirklich Eis auf dem Peipussee gegeben hat? Auch davon sprechen nur die russischen Chroniken. In anderen Berichten heißt es, gibt es die widersprüchlichsten Berichte. Wie einfach wäre doch diese Lösung gewesen. Nach dem langen Weg voller Strapazen werden sämtliche Mühen endlich belohnt. Ganz zufällig entdecken sie in der Nähe des Ufers ein Schwert. Ein Zeichen. Der russische Regisseur Sergei Eisenstein gestaltete 1938 in seinem Film Alexander Newski eine der größten Schlachten aller Zeiten. Hier am Peipussee, so kann man es bereits in frühen russischen Chroniken lesen, führte der Fürst von Nowgorod ein großes Heer gegen Tausende von Ordensrittern. Hier, so nahe bei Russland, kannte man durch Reisende die Geschichte vom großen blutigen Kampf. Doch hat er jemals stattgefunden? Es gibt berechtigte Zweifel. In Eisensteins Film werden die Ritter des Deutschen Ordens auf den zugefrorenen See gedrängt. Und dort, so weiß schon damals der Fischer zu berichten, seien sie im Eis eingebrochen und versunken. Eisenstein trieb es auf die Spitze und schrieb mit dem dramatischen Kampf der Ritter auf dem Eis Filmgeschichte. Doch kann es wirklich so gewesen sein? Sind die alten Berichte und diese Inszenierung nicht reine Agitation? Wir wissen es heute, so unecht das Schwert ist, so maßlos haben russische Quellen übertrieben. Seinen großen Triumph erlebte Eisensteins Film nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in die Sowjetunion am 22. Juni 1941. Schon die Zeitgenossen bauten Alexander Newski zum Nationalhelden auf. Um von einem Feind aus dem Osten abzulenken, den Mongolen, musste der Sieg über den Orden umso glänzender sein. Die Kundschafter bewegen ganz andere Gedanken. Sie erinnern sich an die Ordenschronik, die von einem Scharmützel berichtet. Der Schreiber war ein Zeitzeuge. Man weiß, dass der Orden hier im Nord... Die beiden Ritter nehmen nicht den direkten Weg nach Norden zur unsicheren kurischen Nährung. Sie wollen der Burg Lochstedt einen Besuch abstatten und ein wenig auf eigene Faust spionieren. Zum Beispiel nachprüfen, ob an dieser Küste wirklich Schätze verborgen sind. Der Zufall kommt ihnen dabei zu Hilfe. Der einsame Fischer benimmt sich sehr verdächtig. Sie müssen der Sache unbedingt nachgehen. Ein unscheinbarer Stein, doch von großem Wert für den Fischer und für die Ordensbrüder. Bernstein, das Gold der Ostsee. Wer es besaß, der hatte Geld und Macht. Seit 1308 mussten alle Bernsteinfunde an den Orden abgeliefert werden, sonst drohte die Todesstrafe. Ein Bernsteinmeister kontrollierte alle Bernsteinlieferungen.
Er hatte seinen Sitz auf Burg Lochstedt. Auch hier hat man nach dem Krieg das legendäre Bernsteinzimmer gesucht. So kann es in den Gemächern des Bernsteinmeisters ausgesehen haben. Hier traf der Bernstein ein, wurde gewogen, fein säuberlich notiert und je nach Reinheit sortiert und verstaut. Beliefert wurden vor allem die Märkte im Westen, aber auch im fernen Osten. Dem verdächtigen Fischer ist übrigens nichts passiert. Seine Fische waren einfach zu gut. Der Bernstein des Ordens ernährte vor allem die Zunft der Rosenkranzmacher. Sie hatten reißenden Absatz. Für den Orden selbst war Bernstein die wichtigste Geldquelle. Aus dem Erlös der Verkäufe wurden die zahlreichen Ordensburgen unterhalten. Überschüsse gingen in den Handel. Doch damals wie heute blühte der Schmuggel. Die Raubgräber unserer Zeit kennen die Stellen genau, wo sie zu suchen haben. Und die Behörden wissen es, aber sie mischen sich nicht ein. 40 bis 50 amerikanische Dollar bringt heute ein mittelgroßer Bernsteinbrocken. Und manchmal finden sie am Tag mehrere davon. Die Schufterei lohnt sich. Überall dort, wo man Bernstein gefunden hat, galt er schon in ältesten Zeiten als magisch. Eine Quelle des Reichtums. Vor etwa 50 Jahren am rechten Ufer des Memelflusses, im heutigen Litauen, hatte sich der Orden nie festsetzen können. Alle Versuche, einen Landkorridor nach Livland zu schlagen, waren immer wieder gescheitert. Als sich die Inspektoren vorsichtig die Küste entlang tasten, um ins sichere Kurland zu kommen, residieren 300 Kilometer weiter im Landesinneren, in Trakai, die litauischen Großfürsten. Herrscher über ein christliches, bestens organisiertes Staatswesen. Mit dem Orden wollen sie nichts zu tun haben. Die Verwandlung des Roten Kreuzes in ein Schwarzes erinnert an eine der größten militärischen Schlappen hier im Nordosten Europas. Schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts herrschte in Livland der Schwertbrüderorden. Bei Schaulen erlitt er eine vernichtende Niederlage gegen ein litauisches Heer. Er konnte nicht mehr weiter bestehen. Auf Weisung des Papstes nahm der Deutsche Orden das kleine Häuflein auf. Viele tausend Kreuze erinnern an den ständigen Kampf der Litauer um Freiheit und Unabhängigkeit. Sowjetische Bagger haben die Kreuze mehrfach zermalmt, doch kaum waren sie abgezogen, standen schon wieder neue da. Ohne größere Zwischenfälle erreichen die Kundschafter Kurland. Endlich haben sie das ordensfeindliche Litauen hinter sich gelassen. In Kurland würden sie ihre Brüder treffen. Knapp 90 Kilometer sind es nun nach Goldingen, weit mehr als nur eine Tagesreise. Um die restlos zerstörte Burg von Goldingen, heute Kuldiga, hatte sich ein wichtiger Handelsplatz entwickelt. Am 100 Meter breiten Wasserfall begann der schiffbare Teil der Venta hin zur Ostsee. Ein günstiger Platz für eine Rast und für ein kleines Bad. Von hier aus wurden aber auch Waren nach Osten transportiert, bis hin ins russische Nowgorod. Und von dort soll der sagenhafte Fürst Alexander gekommen sein. Vielleicht würden Sie hier mehr erfahren. Sie haben Glück. Am anderen Flussufer stoßen sie überraschend auf zwei Fremde. Es sind Livland-Reisende.
Der Zufall kommt ihnen dabei zu Hilfe. Der einsame Fischer benimmt sich sehr verdächtig. Sie müssen der Sache unbedingt nachgehen. Ein unscheinbarer Stein, doch von großem Wert für den Fischer und für die Ordensbrüder. Bernstein, das Gold der Ostsee. Wer es besaß, der hatte Geld und Macht. Seit 1308 mussten alle Bernsteinfunde an den Orden abgeliefert werden, sonst drohte die Todesstrafe. Ein Bernsteinmeister kontrollierte alle Bernsteinlieferungen. Er hatte seinen Sitz auf Burg Lochstedt. Auch hier hat man nach dem Krieg das legendäre Bernsteinzimmer gesucht. So kann es in den Gemächern des Bernsteinmeisters ausgesehen haben. Hier traf der Bernstein ein, wurde gewogen, fein säuberlich notiert und je nach Reinheit sortiert und verstaut. Beliefert wurden vor allem die Märkte im Westen, aber auch im fernen Osten. Dem verdächtigen Fischer ist übrigens nichts passiert. Seine Fische waren einfach zu gut. Der Bernstein des Ordens ernährte vor allem die Zunft der Rosenkranzmacher. Sie hatten reißenden Absatz. Für den Orden selbst war Bernstein die wichtigste Geldquelle. Aus dem Erlös der Verkäufe wurden die zahlreichen Ordensburgen unterhalten. Überschüsse gingen in den Handel. Doch damals wie heute blühte der Schmuggel. Die Raubgräber unserer Zeit kennen die Stellen genau, wo sie zu suchen haben. Und die Behörden wissen es, aber sie mischen sich nicht ein. 40 bis 50 amerikanische Dollar bringt heute ein mittelgroßer Bernsteinbrocken. Und manchmal finden sie am Tag mehrere davon. Die Schufterei lohnt sich. Überall dort, wo man Bernstein gefunden hat, galt er schon in ältesten Zeiten als magisch. Eine Quelle des Reichtums. Vor etwa 50 Millionen Jahren bedeckten riesige Wälder ganz Nordeuropa. Die Bäume produzierten massenhaft Harz. Es tropfte auf den Waldboden und versteinerte. Die Einschlüsse, kleine Insekten, sind Botschaften, Botschaften aus dem Bernsteinwald.